Jawohl, guten Abend aus Hamburg, guten Abend vom Millerntor. Wir sind zu Gast an diesem Montagabend zum Montagsspiel des DFB-Pokals mit St. Pauli gegen Borussia Mönchengladbach. Die Champions League zu Gast im Millerntor-Stadion. Und wir freuen uns auf diese Partie, auf zwei große Mannschaften, die jetzt also um den letzten Platz in der zweiten Runde spielen. Natürlich der Favorit aus der Bundesliga, aber St. Pauli nimmt sich diese Aufgabe vor und hat sich jetzt auch klar das Ziel gesetzt. Natürlich alles dem Champions League-Teilnehmer entgegensetzen, was man hat, um irgendwie das Wunder zu schaffen, auch wenn man als Außenseiter in diese Partie geht. Schauen wir auf die Aufstellung der Kiezkicker, auch noch verletzungsgeplagt. Mit Sobich und Heizenberg fehlen zwei Verteidiger, deswegen Zierreis und Buballa heute in der Defensive. Dazu Kalla auf der Doppelsechs, Choi links und Jatkowski rechts. Buballa heute mal wieder auf der linken Position in der Verteidigung, zuletzt im Mittelfeld bei den Kiezkickern. Dann der Blick auf die Startaufstellung der Gäste aus Gladbach mit insgesamt drei Neuen. Christensen, Stindl und Drimmitsch sind in der Startelf. Christensen, der Innenverteidiger aus Chelsea, gekommen. Dazu der ehemalige Hannoveraner Stindl und vorne Drimmitsch aus Leverkusen nach Gladbach gewechselt. Diese Mannschaft sicherlich wird in ähnlicher, wenn nicht sogar in dieser Zusammenstellung so dann auch beginnen. In einigen Wochen, wenn es in die Champions League geht. Das erste Mal ja wird Borussia Mönchengladbach dort teilnehmen. Und St. Pauli nimmt sich diese Aufgabe an. Es ist die späte Bestrafung für die schlechte letzte Saison, als man ja nur 15. wurde, knapp zwar die Liga hielt, aber jetzt eben als nicht gesetzte Mannschaft ein Heimspiel hat. Umso größer die Freude hier am Millerntor. Endlich mal wieder Pokalatmosphäre in der ersten Runde. Letztes Jahr gescheitert gegen Dortmund. Der Pokal am Millerntor. Sie erinnern sich gerne an dieses Jahr, als sie die vielen Mannschaften mit B besiegt haben. Bochum, Berlin. Jetzt also soll Borussia Mönchengladbach hinzukommen. Die Kiezkicker in den ungewohnt roten Trikots, heute mal nicht in braun, haben sich für den DFB-Pokal gleich mal etwas ausgedacht. Rote Trikots angezogen. Gladbach in weiß, traditionell von rechts nach links. Mit dem ersten Freistoß für den Rechtsverteidiger Janschke. Christensen, das ist einer der Jungen in der Innenverteidigung der Gladbacher. Janschke. Buballa kann sich nochmal durchsetzen. Meier weiter für Lennart T. Pauli sehr gut in die Saison gestartet. Zwar torlos vor zwei Wochen gegen Bielefeld hier zu Hause, aber dann kam dieser große Erfolg im Wildparkstadion gegen den KSC, der ja vor einigen Monaten noch um die Bundesliga gespielt hat, gegen den HSV. Dann kamen die nächsten Hamburger ins Wildparkstadion und es gab gleich den nächsten Misserfolg. Für Pauli sicher ein guter Start. Sechster nach den ersten beiden Spielen. Dass das eine gute Platzierung ist, das wissen Sie besonders nach der letzten Saison, als Sie ja teilweise 18. waren, galten schon abgestiegen. Dann kam Ewald Lien und hat das Wunder geschafft, diese Mannschaft zum sicheren Klassenerhalt gebracht, auch wenn es knapp war. Es hat gereicht und so blieb Pauli zweitklassig. Und jetzt kommt die letzte Strafe mit Gladbach. Einen Platz besser und man hätte möglicherweise einen schwächeren Gegner gehabt. Aber da müssen sie durch. Und natürlich der Fokus vor allem auf der Liga. Ein ruhigeres Jahr hier spielen am Kiez, wo ja die Mannschaft in den letzten Jahren auch deutlich verändert wurde. Viele ehemalige Legenden gingen mit Finn Bartels, mit Boll bereits im letzten Sommer. Das muss irgendwie ausgeglichen werden. Buballa, einer der im letzten Jahr kam vom VfR Aalen. Und Gladbach mit Herrmann. Stindl aus Hannover gewechselt nach Gladbach. Auch für die Champions League, um dort noch mehr Qualität in das Mittelfeld zu bringen. Und wir sind alle gespannt, wie sich diese Fohlen-Elf schlagen wird in ihrer ersten Champions League-Saison. Haben früher natürlich mitgespielt im Europapokal der Landesmeister, aber es ist tatsächlich das erste Mal seit der Einführung der Champions League, dass Gladbach dabei ist. Ein Riesenerfolg, wenn man überlegt, dass vor vier Jahren noch Gladbach mit Favre gegen den Abstieg gespielt hat in der Relegation gegen Bochum. Und dann kam dieses wunderbare Jahr mit der Fastqualifikation für die Champions League. 2015 war es dann soweit. Endlich dabei im großen Konzert der großen Mannschaften. Wer weiß, wer hier auf die Gladbacher trifft. Möglicherweise ja die ganz Großen. Und dann sind wir gespannt, was uns
die vorhin zeigen werden. Hermann, heute noch nicht überragend in dieser ersten Viertelstunde. Wir warten weiter auf die erste Torchance der Gäste aus Gladbach. Auch Pauli noch ohne Offensivbewegung. Ist bislang ein unauffälliges Spiel. Alushi Meier mal gut gespielt. Choi. Kalla und Bubala über links. Kalla weiter für Tee. Erster Vorstoß der Kiezkicker. Choi, gut gespielt. Flanke kommt weit rein. Für Janschke kein Problem zu klären gegen Sebastian Meier. Einwurf Bubala. Pauli setzt sich fest in der Hälfte der Gladbacher, auch wenn der bei Bubala hier verspringt. Christensen, Hermann, Janschke und Lars Stindl. Soll der neue Spielmacher werden. Neben Xhaka gilt auch als gesetzt auf der Position. Alternative wäre noch Havard Nordfeit. Aber ich denke, dass es auch bei dieser Elf bleiben wird, wenn Lucien Favre dann in die ganz großen Spiele geht. Es geht ja gleich nächste Woche los mit dem Spiel gegen Dortmund. Dann wissen sie endgültig, wo sie stehen. Raphael. Stindl. Weiter für Xhaka. Gut gespielt. Hermann, jetzt hat er mal Platz. Und die Flanke ist gut. Die erste Chance. Raphael kann sich nicht ganz durchsetzen. Im Duell mit den Pauli-Verteidigern. Das nochmal die Grätsche von Gonter einige Minuten zuvor gegen Raphael. Sie versuchen alles, um gerade die Stürmer aus dem Spiel zu nehmen, denn sie wissen um die Konter der Gladbacher und deren Stärke. Eckstoß ausgeführt von Traoré für Xhaka Himmelmann. Hatte zwei gute Auftakte in der Liga gegen Bielefeld und Karlsruhe. Ist ja die jetzt endgültige Nummer 1. Die ehemalige Stammpersonalie im Kiezkicker-Tor. Philipp Czauner wechselte nach Hannover, um dort Nummer 2 zu sein hinter Ron-Robert Zieler. So hat Himmelmann es jetzt geschafft, wirklich gesetzt zu sein im Tor. Hatte sich aber auch in der Rückrunde schon diesen Platz gesichert. Choi. Mal etwas Platz für St. Pauli. Alushi. Obada. Klasse gemacht gegen Traoré. Brauers. Kalla. Choi. Kalla. Finden Sie die Lücke. Alushi. Dann müssten Sie irgendwann mal durchspielen. Nochmal abgedreht über Bubala. Schalkowski. Fehlpass, Traoré dazwischen. Raphael, jetzt könnte Gladbach kontern. Aber das haben sie klasse unterbunden. Kalla war es, der sich da den Ball reinwirft und damit den Konter der Gladbacher verhindert. Hat er gut gemacht. Der Jan-Philipp Kalla, auch verletzt im Sommer, kam aber gegen Bielefeld zurück in die Mannschaft und spielt heute von Beginn an auch aufgrund der vielen Verletzten bei St. Pauli. Und das sind nicht irgendwelche, die fehlen. Das sind 3, 4, die wirklich gesetzt werden. Mit Halzenberg, Buchtmann und Sobich dazu. Yamiichi lang verletzt. Raphael. Hermann. Gute Flanke. Traoré abgelegt. Und Stindl. Kann sich nicht ganz durchsetzen, gibt Abstoß für Robin Himmelmann. Aber das sind die Aktionen, die Gladbach öfter zeigen will. Stindl, klasse in Szene gesetzt. Wir kennen seine Stärken aus der Bundesliga, aus den Spielen mit Hannover. Jetzt ist er in der Champions League angekommen, der Lars Stindl. Aber heute ist erstmal Pokal angesagt hier am Millerntor. Ruhl Brauers, der Routinier neben dem ganz jungen Kollegen Christensen. Auch das ist das Gladbach dieser Saison. Einige Erfahrene, die kombiniert werden mit jungen Spielern, die nach und nach in die Mannschaft eingeführt werden sollen. Drimmitsch, Xhaka, wunderbar gespielt. Raphael, klasse gespielt. 1:0 für Gladbach durch Raphael. Da haben sie mal schnell gespielt.
Raphael klasse in Szene gesetzt und der lässt sich diese Chance nicht nehmen. Gladbach führt am Millern-Tor durch Raphael und einen wunderschönen Champions League-reifen Angriff. Das nochmal schnell gespielt. Xhaka und dann klasse weiter für Raphael. Da können sie nichts verteidigen. Auch wenn Bubala noch fast drankommt, aber da gibt es auch nichts zu halten für Himmelmann. Wunderbar gespielt. Das lässt sich sehen. Und das ist vor allem ein erster Vorgeschmack auf das, was wir in diesem Jahr öfter sehen werden. Es ist nicht mehr Dortmund, nicht mehr Schalke in diesem Jahr. Gladbach und Wolfsburg in der Champions League. Und auch der Pokalauftritt hier auf dem Kiez nimmt jetzt langsam Gestalt an. Pauli hat sich sehr gut geschlagen bis hierhin, aber da gab es einfach bei der Geschwindigkeit des Gegners wenig zu verteidigen. Joy. Abhaken. Für Pauli gibt es genügend Zeit, das noch auszugleichen. Und vielleicht ja gleich mit Kaller. Nicht ganz gefunden. Raphael. Und jetzt müssen sie aufpassen. Genau auf diese Situation. Raphael schickt Drimmitsch. Schnell umgeschaltet. Klasse gemacht diesmal von Bernd Nierich, der Mann auf der rechten Seite. Bubala. Joy. Kaller. Schickt Joy. Aber Sommer ist da. Keine Experimente im Gladbacher Tor. Kein Christopher Heimeroth. Sommer gesetzt in der Liga, aber auch heute im Pokal. Da wollte Lucien Favre nichts riskieren. Vor allem auch seinem Stammtorwart, der im letzten Sommer auch erst kam nach Gladbach, die Spielpraxis geben. Auch heute hier am Millern-Tor. Raphael nochmal im Bild. Das war zu schnell für die Kiezkicker Verteidigung. Dazu auch wunderbar und traumschön zu Ende gespielt von Raphael. Belohnen sich mit diesem Angriff, mit dem Tor. Aber jetzt aufgepasst, rausgeköpft. Stindl. Drimmitsch ist mit vorne. Klasse verteidigt von Bubala. Holt sich hier im ausverkauften Millern-Tor Stadion gleich mal den Szenenapplaus ab. Ist ja ausgebaut worden im Sommer. Zweites Spiel für die Kiezkicker hier im vergrößerten Millern-Tor Stadion. 30.000 sollen etwa reinpassen. Und die wollen hier nach Möglichkeit noch was sehen. Mit Alushi. Mal gut angespielt. Choi. Die Chance für Joy gegen Wendt. Macht das alleine. Nicht ungefährlich, aber reicht nicht zum Ausgleich. Joy, der auffiel vor etwa einem halben Jahr gegen Düsseldorf, gleich mal Tore gemacht hat bei dem ersten Spiel. Hier zu Hause an einem Montagabend. Das war einer der wichtigen Erfolge gegen die Fortuna auf dem Weg zurück in die Nicht-Abstiegsregion. Es hat am Ende trotz einer Niederlage in Darmstadt gerade so gereicht und man konnte zusammen mit den Lilien den Aufstieg feiern. Das damals emotionale Bilder, wie die Kiezkicker und die Fans St. Paulis einfach mitgefeiert haben. Kader. Alushi. Zlatkowski abgelegt. Bubala mit Tempo rein. War nicht so gedacht, aber gar nicht so schlecht, dass ihm da der Ball verspringt, dem Dennis Bubala. Jetzt ist Halbzeit. Es bleibt beim 1:0 für Gladbach zur Pause durch Raphael. Eine verdiente Führung für den Bundesligisten. Aber hier kann noch einiges passieren. St. Pauli ist voll dabei, hat wirklich gute Kombinationen gezeigt. Die Frage ist jetzt, was passiert im zweiten Durchgang? Wie wird Gladbach verteidigen? Und wie wird vor allem der FC St. Pauli die Chancen vorne nutzen, von denen sie sicherlich nicht viele haben werden. Aber wenn sie da sind, dann müssen sie genutzt werden. Choi hatte die beste Gelegenheit auf dem Fuß. Aber zunächst erstmal Halbzeit. Wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang. Kurze Pause, bis gleich im Millern-Tor-Stadion an diesem Montagabend im Pokal mit Pauli gegen Gladbach. Bis gleich.